Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Der britische Premierminister Blair hat einen massiven Kurswechsel in der Europapolitik vollzogen. Er will seine Landsleute nun doch in einem Referendum über die EU-Verfassung abstimmen lassen. Im Unterhaus machte Blair heute deutlich, dass die Briten damit vor einer Grundsatzentscheidung stünden. Es gehe nicht nur um das Projekt einer europäischen Verfassung, sondern auch um die künftige Rolle des Landes in der Union. Tony Blairs Dienst Jaguar verfügt über einen Rückwärtsgang. Der Premier hat oft betont, bei ihm sei das nicht so. Heute musste er sich öffentlich widerlegen. Zu groß ist der Druck der Rechten, einen Volksentscheid zuzulassen. Zu sehr wächst die Abneigung seiner Landsleute gegen die geplante EU-Verfassung. It is time to resolve. Es ist Zeit, jetzt ein für alle Mal zu klären, ob Großbritannien im Herzen Europas mitentscheiden will oder nicht. Zeit zu klären, ob unsere Zukunft in Europa liegt als führender Verbündeter oder am Rande. Blair kündigte den Kampf gegen die Mythen an, die von der rechten Presse und den Oppositionsparteien über die EU-Verfassung verbreitet würden. Er nannte die absurderen Beispiele. Dass die Königin durch einen EU-Präsidenten ersetzt werden soll. Dass dann Rechtsverkehr auf unserer Insel gilt. Und unsere Bananen gerade sein müssen. Gegenspieler Michael Howard gefiel der Spott nicht. Auch nicht, dass es nun doch ein Referendum geben wird, zu noch unbestimmtem Zeitpunkt. Damit ist Howard sein wichtigstes Wahlkampfthema los. Die Einwände der Opposition gegen die EU-Verfassung sind grundsätzlich. Our policy is simple. Live and let live. Unsere Politik lautet Leben und Leben lassen, wie es bisher der Fall war. Das ist ein modernerer Ansatz, viel besser als eine zentralistische EU-Verfassung von oben herab. Die Mehrheit der Briten lehnt eine EU-Verfassung ab, so Umfragen, weshalb sich die Regierung viel Zeit lassen will, sie doch noch zu überzeugen. Bundeskanzler Schröder wollte heute die Pläne Blairs für das EU-Verfassungsreferendum nicht direkt kommentieren. Der britische Premierminister habe eine souveräne Entscheidung getroffen und werde sicher dafür sorgen, dass am Ende ein Erfolg im Sinne Europas stehe, so Schröder. Eine offizielle Stellungnahme der EU-Kommission in Brüssel gibt es bisher nicht. Für die EU-Kommissare war die Nachricht aus London keine Überraschung mehr. Sie ahnten sie seit Tagen und schwiegen heute trotzdem. Brüssel will die Debatte in Großbritannien nicht unnötig anheizen. Deutlich meinungsfreudiger, wenngleich gelassen, die Mitglieder des Europäischen Parlaments. Dessen Präsident, der Ire Pat Cox, meint, dass die Ratifizierung einer Verfassung für die EU jetzt komplizierter wird. Und trotzdem. Wenn man jetzt politische Führung zeigt, weiß, was man will und es gut erklärt, ist es möglich, Mehrheiten zu gewinnen. Aber in Großbritannien bedarf es dafür einer außerordentlichen politischen Anstrengung. Aus Straßburg konnte die BBC zudem vermelden, was jetzt der entscheidende, von Blair noch nicht dargestellte Punkt ist, nämlich welche Frage die britischen Wähler in dem Referendum eigentlich beantworten sollen. Weil diese neue Verfassung alle vorherige Verträge annulliert, kann es nur diese Frage geben. Wollen Sie diese neue Verfassung oder wollen Sie, dass Großbritannien von der EU austretet? Für die unaufgeregten Reaktionen gibt es Gründe. Über den Text der Verfassung haben sich noch nicht einmal die beteiligten Regierungen geeinigt. Und außer Großbritannien wollen noch mindestens 6 weitere Länder Referenden darüber abhalten. Vor allem aber könnte der Volksentscheid der bisherigen britischen Attitüde in Europa ein Ende setzen, nämlich in der EU zu sein und gleichzeitig auch irgendwie draußen. Die Ökosteuer verstößt nicht gegen das Grundgesetz. Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe sieht in der Abgabe keine Beeinträchtigung der Berufsfreiheit, des Eigentumsrechts oder des Gleichbehandlungsgrundsatzes. Die heutige Entscheidung hat den Streit um die Ökosteuer neu entfacht. Die Regierung begrüßte den Richterspruch. Wirtschaft und Opposition befürchten Wettbewerbsnachteile und Arbeitsplatzabbau. Der erste Anruf eines Klägers nach dem Urteil ergallt im eigenen Speditionsunternehmen. Die Nachricht verloren, die Entscheidung eindeutig. Im Namen des Volkes, die Verfassungsbeschwerden werden zurückgewiesen. Spediteure und Kühlhausunternehmen müssen als Dienstleistungsunternehmen die Ökosteuer weiter hinnehmen. Ihre Berufsfreiheit werde damit nicht verletzt, denn sie gewähre keinen Anspruch auf erfolgreiche Marktteilnahme, so das Verfassungsgericht. Enttäuschung bei den Klägern.
Die Bundesregierung tut nichts für uns und das heute war wieder einer obendrauf. Und die Branche sieht insgesamt nur einen Scheinerfolg für die Bundesregierung. Diese Entscheidung wird dazu führen, dass 100 bis 120.000 Arbeitsplätze in Deutschland ausgeflaggt werden müssen aus wirtschaftlichen Zwängen. Die Verteuerung des Energieverbrauchs zu umweltpolitischen Zwecken sei verfassungsrechtlich unbedenklich. Steuervergünstigungen für das produzierende Gewerbe seien legitim, um die internationale Wettbewerbsfähigkeit zu stärken. Der Gesetzgeber habe Gestaltungsspielraum, Beruhigung. Wir haben nicht vor, die Steuer jetzt zu erhöhen, um das deutlich zu sagen. Aber man muss natürlich immer mal sein Tun überprüfen. Die Überprüfung steuerlicher Vergünstigungen, das gaben die Richter noch zu verstehen, dürften dabei auch in Zukunft nur nach sachlichen Gesichtspunkten erfolgen. Mit ihrer heutigen Entscheidung haben die Verfassungsrichter in einem wichtigen Punkt für alle Bürger jetzt Klarheit geschaffen. Nämlich, dass die Ökosteuer eine Verbrauchsteuer ist. Sie trifft uns alle. Ausnahmen sind nur in wenigen Fällen möglich. Die Europäische Union verschärft im Streit um das Dosenpfand ihre Gangart gegen Deutschland. Die Kommission stellte heute der Bundesregierung ein Ultimatum. Sie soll innerhalb von 2 Monaten Änderungen bei der Umsetzung, insbesondere beim Rücknahmesystem, veranlassen. Anderenfalls will die Kommission vor dem Europäischen Gerichtshof klagen. Das Gremium befürchtet Wettbewerbsnachteile für ausländische Getränkeanbieter. Bundesumweltminister Trittin nannte die Kritik nicht nachvollziehbar. Afghanistan kann nach den Worten von Bundesaußenminister Fischer auch langfristig auf internationale Unterstützung für den Wiederaufbau zählen. Bei seinem Besuch heute versicherte der Minister der Regierung in Kabul, Deutschland werde seine Zusagen einhalten. Auf dem Programm Fischers stand auch ein Abstecher zu den Bundeswehrsoldaten in Kunduz. Der aufwendige Schutz des deutschen Außenministers sagt viel zur Sicherheitslage in Afghanistan. Joschka Fischer will beim Blitzbesuch im Land am Hindukusch den Petersberg-Prozess und die Ergebnisse der Afghanistan-Konferenz von Berlin umsetzen. Stattdessen muss er die Sorgen seines afghanischen Amtskollegen anhören. Der Drogenanbau nimmt dramatische Ausmaße an. In den Provinzen bekriegen sich die Warlords, während Kabul ohne Macht im Lande zur Mäßigung aufruft. Da war die Fischervisite am Morgen bei den deutschen Soldaten in Kunduz angenehmer. Die Truppe hat sich in der Provinzhauptstadt eingelebt, die Zusammenarbeit mit den Hilfsorganisationen klappt und es ist friedlich im Ort. Ich denke, es war es wert, dieses Team aufgebaut zu haben, vor allen Dingen unter dem Gesichtspunkt der Hilfe zum Wiederaufbau. Am Abend in Kabul aber geht es um handfeste Probleme. Die Registrierung der 10,5 Millionen Wahlberechtigten im Lande kommt nicht recht voran. Wie viel, schwer zu sagen, aber wir werden sicher nahe an die 8 bis 9 Millionen Wähler registrieren, die sollten es sein. Eine demokratische und korrekte Wahl im September aber gilt als Gradmesser für eine positive Entwicklung des Landes. Nun hat der Präsident zum ersten Mal angedeutet, dass man nicht alle Wähler wird registrieren können in den kommenden Monaten. Die Frage ist, mit welcher überzeugenden Zahl können die internationalen Staaten wie auch der afghanische Präsident leben, um eine halbwegs demokratische Wahl im September in Afghanistan zu garantieren. Bundeskanzler Schröder und Finanzminister Eichel haben sich auf einen Kandidaten für die Nachfolge des zurückgetretenen Bundesbankpräsidenten Welticke verständigt. Die Entscheidung fiel nach intensiven Gesprächen. Mehr dazu jetzt direkt aus Berlin von Andreas Klarüsse. Neuer Präsident der Bundesbank in Frankfurt soll Dr. Axel Weber, Professor Dr. Axel Weber von der Universität Köln werden. Das verlautete vor wenigen Sekunden aus Regierungskreisen. Darauf haben sich am Abend Bundeskanzler Gerhard Schröder und Finanzminister Hans Eichel geeinigt. Ihren Vorschlag werden sie morgen Vormittag dem Bundeskabinett unterbreiten. Nach der Zustimmung durch die Ministerriege wird dem Vorstand der Bundesbank dann offiziell der Name des Kandidaten übermittelt. Die Bundesbank wird Weber dann persönlich anhören und dann dem Vorschlag der Bundesregierung wahrscheinlich zustimmen. Der Bundesbankvorstand kann den Kandidaten übrigens nicht ablehnen, sollten die Zentralbanker dem Kandidaten die fachliche Kompetenz absprechen. Allerdings dann gäbe es Schwierigkeiten für die Bundesregierung. Das sind die ersten Informationen zurück aus Hamburg. Vor dem obersten Gerichtshof der USA haben heute die mündlichen Verhandlungen über das Schicksal der mehr als 600 Guantanamo-Gefangenen begonnen. Die Richter müssen klären, ob die ausländischen Häftlinge als Kriegsgefangene im Sinne des Völkerrechts oder als ungesetzliche Kämpfer einzustufen sind. Die US-Regierung hatte ihnen bislang das Recht auf eine ordentliche Verhandlung mit dem Argument verweigert, der Stützpunkt Guantanamo Bay auf Kuba unterliege nicht der amerikanischen Gerichtsbarkeit.
Es wird eine der wichtigsten Entscheidungen der letzten Jahrzehnte über die Macht der amerikanischen Regierung in Kriegszeiten sein. Die Anwälte fordern die Beachtung internationalen Rechts, wonach niemand unendlich festgehalten werden darf, ohne Zugang zu Gerichten zu haben. Auch die Bremerin Rabih Kurnaz gehört zu den Klägern. Ihr Sohn Murat ist seit 2,5 Jahren in Guantanamo gefangen. Ich bin Mama von Murat Kurnaz. Ich hoffe, dass das alles bald gut geht und ich möchte, dass der Unschuldige bald freigelassen werden. Ihr deutscher Anwalt erwartet, dass das Gericht klärt, ob der Militärstützpunkt Guantanamo auf kubanischem Boden als Ausland gilt oder der US-Gerichtsbarkeit unterliegt. Wir können uns alle nicht vorstellen, dass der Supreme Court duldet, dass der amerikanische Präsident dort dauerhaft eine rechts- und gerichtsfreie Zone schafft und Gefangene quasi mittelalterlich behandelt im 21. Jahrhundert. Die neuen Richter des höchsten US-Gerichtes werden ihre Entscheidung frühestens Ende Juni bekannt geben. Wird der oberste Gerichtshof dem amerikanischen Präsidenten Grenzen setzen oder kann der in Kriegs- und Krisenzeiten willkürlich Macht über sogenannte feindliche Kämpfer ausüben? Falls die Kläger gewinnen, bedeutet das einen Dämpfer für die Regierung Bush, die auch im eigenen Land die Bürgerrechte stetig einschränkt. Vor einem Militärgericht in der italienischen Stadt La Spezia hat der Prozess gegen drei ehemalige SS-Männer begonnen. Sie leben heute in Deutschland. Ihnen wird vorgeworfen, im Zweiten Weltkrieg mehr als 500 Bewohner des Ortes Santana di Stazzema in der Toskana grausam umgebracht zu haben. Unter den Opfern waren auch viele Frauen und Kinder. In Bussen sind sie heute früh am Morgen gekommen. 60 Jahre hatten sie und ganz Italien auf diesen Prozess gewartet, manche von ihnen ihr ganzes Leben. Überlebende und Angehörige von Opfern des Massakers von Sant'Anna Stazzema. Für mich ein sehr bewegender Moment. Die Angehörigen der Angeklagten sollen wissen, dass sie einen Verbrecher im Haus haben. Von den drei Angeklagten ist keiner vor Gericht erschienen. Den damals ranghöchsten der heute noch lebenden mutmaßlichen Täter, Gerhard Sommer, spürte das ARD-Magazin Kontrast in Hamburg auf. Ich habe mir keinerlei Vorwürfe zu machen. Ich habe ein absolut reines Gewissen. Hier begann am 12. August 1944 das Massaker an der Viehtränke von Sant'Anna Stazzema in der Toskana. Angeblich geht die SS-Division Reichsführer gegen Partisanen vor, doch in dem Dorf sind fast nur alte Frauen und Kinder. 560 Menschen sterben, darunter auch nur wenige Wochen alte Kinder. Erschossen, von Granaten zerfetzt, verbrannt. Insgesamt töteten SS und Wehrmacht in Italien bei Terroraktionen und Vergeltungsmaßnahmen wie in Sant'Anna Stazzema etwa 10.000 Zivilisten. Nur wenige dieser Verbrechen wurden gesühnt, denn im Zuge der Integration Deutschlands in die NATO wollten die Alliierten den neuen Bündnispartner nicht brüskieren. Vielleicht wurde heute in La Spezia ein Anfang gemacht, das Schweigen zu beenden. EU-Ausländer können bei der Einbürgerung in Deutschland ihre alte Staatsangehörigkeit unter bestimmten Umständen behalten. Das entschied heute das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig. Eine doppelte Staatsbürgerschaft sei hinzunehmen, wenn das gleiche Recht auch einem Deutschen in dem Heimatland des Antragstellers zustehe. Die Richter stellten sich damit gegen die Verwaltung in Bayern, die einem seit 24 Jahren in Deutschland lebenden Griechen die Einbürgerung verweigert hatte. Auch in Baden-Württemberg sind längere Arbeitszeiten im öffentlichen Dienst jetzt beschlossene Sache. Statt 38,5 Stunden sollen Arbeiter und Angestellte künftig 41 Stunden in der Woche arbeiten, wie bisher schon die Beamten. In Kraft tritt die Regelung zum 1. Mai zunächst für Neueinstellungen und Beförderungen. Das Land hofft damit, in den kommenden 5 Jahren 1.250 Stellen einsparen zu können. Im Prozess gegen den mutmaßlichen Kindermörder Dutroux hat heute im belgischen Arlon Laetitia Delay das zweite überlebende Opfer ausgesagt. In ihrer Aussage schilderte die heute 22-Jährige ihre Misshandlungen, deren Folgen sie bis heute spüre. Vor 8 Jahren war Delay von Dutroux 6 Tage lang gequält und missbraucht worden, bevor sie von der Polizei befreit wurde. Gestern hatte bereits das erste überlebende Opfer, Sabine Dardenne, gegen Dutroux ausgesagt. Und nun die Wettervorhersage für morgen Mittwoch, den 21. April. Über Mitteleuropa macht sich morgen Hochdruckeinfluss bemerkbar. Für Deutschland bedeutet das freundliches und meist trockenes Wetter. Nur der Westen und der Norden werden von den Ausläufern eines Tiefs gestreift. Im Laufe der Nacht klingen letzte Regenschauer ab. Im Osten klart der Himmel verbreitet auf und es bildet sich Nebel. Morgen wechseln sich von der Ostsee bis nach Baden-Württemberg Sonne und Wolken ab. Zwischen Rheinland-Pfalz und Schleswig-Holstein ist die Bewölkung dichter. Hin und wieder fallen ein paar Tropfen Regen.
Der Wind weht meist schwach bis mäßig aus südlichen Richtungen. Die Temperaturen sinken in der Nacht auf 9 Grad am Rhein und 3 Grad an der Donau. Im Allgäu kann es leichten Frost geben. Am Tag steigen die Werte auf 13 bis 15 Grad an den Küsten, sonst 17 bis 21 Grad. Nur in Alpennähe bleibt es etwas kühler. Am Donnerstag wird es mit bis zu 24 Grad fast schon sommerlich warm. Dazu gibt es erst viel Sonne, später ziehen im Westen dichte Wolken auf und zum Abend entladen sich Schauer und Gewitter. Am Freitag ist es im ganzen Land wechselhaft mit Schauern und Gewittern. Am Samstag wird es wieder freundlicher, aber nicht mehr so mild.